Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Die Sonne scheint, es ist angenehm warm, wir leben hier im Frieden. Ist doch alles okay, oder? Naja, es wäre schön, wenn es so wäre. Dann würde ich hier heute nicht stehen, sondern mich wahrscheinlich gerade damit auseinandersetzen, wie Feedback und Reflexion in der Sozialpädagogik Anwendung finden. Doch ich stehe heute hier und lasse seit geraumer Zeit mein Studium in den Hintergrund rücken. Denn es ist eben nicht alles okay. Es ist sogar alles andere als okay. Wenn man sich die Zeit nimmt, mit diesen ganzen Klimaproblemen und den tiefschnellen Ungerechtigkeiten auseinanderzusetzen, in unserer Gesellschaft, ich muss den Satz nochmal anfangen. Wenn man sich die Zeit nimmt, sich mit diesen ganzen Klimaproblemen, den tiefschneidenden Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaftsstruktur und der Legitimation unseres Wirtschaftssystems auseinanderzusetzen, dann stößt man irgendwann notgedrungen auf ein paar grundlegende Fragen. Warum haben wir es bis heute nicht geschafft, wirklich etwas Wirkungsvolles gegen den Klimawandel zu tun, obwohl seine verheerenden Folgen schon so lange bekannt sind? Wie kann es sein, dass die Menschen diese ganzen Fakten wissen, sich aber lieber dazu entscheiden, weiterhin nichts zu tun? Wieso steht nicht ganz Düsseldorf hier und protestiert für das Wohl seiner Zukunft? Heute findet die Hauptversammlung von Uniper statt. Uniper ist ein gewinnorientiertes, börsennotiertes Unternehmen, welches durch das Betreiben von unter anderem Steinkohlekraftwerken maßgeblich zur Erhitzung unseres Planeten beiträgt. Und unser Protest heute richtet sich gegen ein ganz bestimmtes dieser Kraftwerke. Datteln 4. Doch Moment, was hat es damit auf sich? Es ist auch eines der effizientesten Kraftwerke Europas. Es soll sogar zum Klimaschutz beitragen. CO2 einsparen, meint Vorstandsvorsitzender Andreas Schierenbeck. Das Kraftwerk läuft zurzeit im Testbetrieb. In einem Monat soll es dann komplett ans Netz gehen. Und Armin Laschet unterstützt ihn doch auch bei diesem Vorhaben. Wenn das doch sogar Unterstützung von unseren demokratisch gewählten Vertretern bekommt, dann kann das doch nicht so schlecht sein. Oder? Lasst uns dem auf den Grund gehen. Wir beginnen mit dem Offensichtlichen. In Deutschland wurde 2018 das letzte Stück Steinkohle gefördert. Datteln 4 ist ein Steinkohlekraftwerk. Die Steinkohle kann nicht aus Deutschland kommen. Hier haben wir ja aufgehört mit dem Buddeln. Sie muss also importiert werden. Womit wir beim ersten Teil des Problems wären, Menschenrechtsverletzungen. Ein großer Teil der Kohle wird aus Kolumbien oder Russland importiert. Nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen sind die kolumbianischen Kohlelieferanten für Datteln 4 verantwortlich für die Vertreibung von 55.000 Menschen. Paramilitärische Einheiten in Verbindung mit den Kohlekonzernen werden für die Ermordung von 3.100 Menschen verantwortlich gemacht. Hunderte sind bis heute verschwunden. Für die Kohle, die keine 100 Kilometer von hier verfeuert wird, wird Menschen das Leben genommen. Das war der erste Teil des Problems. Nun zum zweiten. Datteln 4 ist kein Beitrag zum Klimaschutz. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung errechnet in einer aktuellen Studie im Februar 2020 CO2-Mehremissionen durch Datteln 4 von 40 Millionen Tonnen. Dies wird hauptsächlich dadurch verursacht, dass durch die Sonderausschreibungen alte Blöcke abgeschaltet werden, die selten Teil des Marktergebnisses sind, während Datteln 4 durch eine höhere Effizienz deutlich höhere Volllaststunden aufweist. Dagegen werden Gaskraftwerke aus dem Markt gedrängt, die geringere spezifische Emissionen haben. Drittens. In den Abbaugebieten wie in Deutschland kommt es, neben des CO2-Ausstoßes, zu massiver Umweltzerstörung. Das Kuspas-Revier in Russland gilt heute als ökologisches Notstandsgebiet. Die Flüsse, das Grundwasser und die Luft sind verschmutzt, was gravierende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat. In Deutschland kommt es durch das Kohlelager zu Feinstaubemissionen. Über den Luftpfad und die Kühlturmabwässer gelangen zudem erhebliche Mengen Quecksilber in die Lippe, obwohl die Fische dort bereits unzulässig hochbelastet sind. Viertens, hätte an dieser Stelle nie gebaut werden dürfen. In weniger als 450 Meter Entfernung befindet sich ein reines Wohngebiet. Innerhalb eines 1000 Meter Radius befindet sich sogar ein Kinderkrankenhaus. Der NRW-Abstandserlass sieht für solche Kraftwerke dagegen einen Mindestabstand von 1500 Metern. Auch verfügt das Kraftwerk bis heute weder über eine rechtskräftige planungsrechtliche Grundlage noch über eine bestandskräftige Bau- und Betriebsgenehmigung. Fünftens und letztens verstößt die Inbetriebnahme des Kraftwerks gegen den demokratisch ausgehandelten Kohlekompromiss. In den Empfehlungen der Kohlekommission heißt es deutlich, dass bereits gebaut, aber noch nicht in Betrieb befindliche Kraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen sind. Die Liste ist nicht vollständig, doch sie reicht schon aus, um zu zeigen, dass es alles andere als okay ist.
Wir alle sind hier, weil wir den Teil der Gesellschaft mitbilden, der wenigstens den Ansatz einer Ahnung hat, was uns für eine Zukunft bevorsteht, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten. Wir sind alle hier, weil wir wissen, dass dieses Kraftwerk auf allen Ebenen einen Klimatatort darstellt. Eine Climate Crime Scene. Wir sind alle hier, weil wir uns im Spiegel anschauen können wollen, mit dem Wissen, alles getan zu haben, was in unserer Macht stand. Wir sind Extinction Rebellion. Wir sind eine weltweite Bewegung, die den Status quo so nicht mehr hinnehmen will. Wir setzen uns mit Kreativität, Hingabe und Liebe für den Erhalt unserer Erde ein. Neben dem Protest hier vor Uniper in Düsseldorf protestieren wir vor dem Kraftwerk in Datteln, in Bochum und in Gelsenkirchen, am Kraftwerkstandort Scholven. In Finnland sind Rebellen und Rebellinnen auf der Straße und wenden sich an den finnischen Staat. Denn Uniper gehört zu knapp 70% dem finnischen Staatskonzern Fortum. Die Regierenden weltweit haben in ihrer Aufgabe, die Menschen zu beschützen, versagt. Darauf zu hoffen, dass sie ihr in der wenigen Zeit, die uns noch bleibt, nun nachkommen werden, ist naiv. Dadurch steht es in unserer Verantwortung, selber zu handeln. Dafür brauchen wir nicht einmal Hoffnung, dafür brauchen wir Mut. Wenn wir den Mut aufbringen können, aufzuhören, so weiterzumachen wie bisher und es anstelle dessen trauen, neue Wege zu gehen, haben wir wirklich eine Chance, die Dinge zu verändern. Wir, die wir hier versammelt sind, wir haben den Mut. Wir werden es schaffen, gemeinsam. Und dann kann ich mich auch wieder auf mein Studium konzentrieren. Danke.